Leihwagen Eisenstadt widmet Ihnen die nachfolgende Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at. Österreichs beliebtestes Auto, der VW Golf, ist auch mit Elektroantrieb erhältlich. Die beste Nachricht gleich vorweg, auch der e-Golf ist ein typischer Golf. Selbst ohne klassischen Benzin- oder Dieselantrieb muss man auf nichts verzichten. Erkennbar von außen ist der e-Golf durch das C-förmige Tagfahrlicht und die dezenten blauen Linien. Angetrieben wird er von einem 85 kW starken Elektromotor, der sich jedoch stärker anfühlt, da ein Drehmoment von 270 Newtonmeter schon beim Anfahren zur Verfügung steht. Dadurch beschleunigt der e-Golf von 0 auf 50 km/h in weniger als 4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 140 km pro Stunde begrenzt. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist in etwa 10 Sekunden ruckfrei möglich. Da die Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeugboden integriert wurde und auf diese Weise keinerlei Stauraum frisst, ist zudem auch der Schwerpunkt noch schön niedrig. Das sorgt zusammen mit einem modernen Fahrwerk für ein sportliches, agiles Handling und das bei einer beeindruckend niedrigen und äußerst angenehmen Geräuschkulisse. Die durchschnittliche Reichweite bei Fahrten auf Landstraßen liegt zwischen 130 und 190 Kilometern je nach Streckenprofil, Zuladung, Außentemperatur und Fahrweise. Diese kann durch die serienmäßig vorhandenen einstellbaren Fahrmodi beeinflusst werden. Der e-Golf hat drei verschiedene Fahrmodis. Der erste Modus ist der Normalfahrmodus, der zweite Modus ist der Eco-Modus. Das bedeutet, dass er an Drehmoment ein wenig zurückschraubt und somit mehr Reichweite erzielen kann. Und der dritte Fahrmodus ist dann der Eco Plus, wo man an Geschwindigkeit verliert, wo die externen Verbraucher wegschaltet und somit am weitesten kommt. Interessant ist auch das Ergebnis von Studien, die besagen, dass rund 80% der Autofahrer täglich weniger als 50 Kilometer zurücklegen und so mit dem Reichweitenpotenzial des e-Golf problemlos zurechtkommen würden. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, den e-Golf zu laden. Die erste Variante ist über die normale Haushaltssteckdose. Die zweite Möglichkeit ist mit 3,6 kW über sogenannte Wallbox, was man bei einem Elektriker beziehen kann. Hat man ungefähr eine Ladezeit von 8 Stunden. Und die schnellste Variante wäre halt dann mit einer sogenannten Schnellladestation. Da haben wir 40 kW und da schaffen wir den e-Golf binnen 30 Minuten mit 80% zu laden. Der e-Golf weist den gleichen Bedien- und Fahrkomfort sowie das großzügige Raumangebot auf, für den der Golf seit Jahrzehnten geschätzt wird. Weiters bietet er eine umfangreiche Ausstattung. So zählen ein High-End-Navigationssystem, beheizbare Frontscheibe, eine elektronische Zwei-Zonen-Klimaanlage, Lederlenkrad, aerodynamisch optimierte Alufelgen, zwei Ladekabeln, eine Ladedose für Wechsel- und Gleichstrom und Voll-LED-Scheinwerfer zur Serienausstattung. Der e-Golf ist derzeit zu Sonderkonditionen erhältlich, wobei anders als bei manchen Mitbewerbern auch die Akkus im Preis inkludiert sind, für welche 8 Jahre Garantie geboten wird. Den e-Golf kann man als Privatkunde durch den VW-Fahrerbonus ab ca. 34.000 Euro beziehen. Der Unternehmerkunde hat den Vorteil, über den Unternehmerbonus dieses Fahrzeug ab 27.000 Euro netto zu kaufen. Zusätzlich gibt es beim Kauf eines neuen e-Golf, je nach Bundesland, noch unterschiedliche Landesförderungen. Jetzt bei Porsche Wiener Neustadt und Camper in Neusiedl am See. Werben Sie auf unseren Video-Walls an den attraktivsten Standorten Österreichs. Zeigen Sie sich, wenn andere verblassen. Less Video Walls. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Beim Porsche-Fahrzeugtest auf Eis, Schnee und nassem Untergrund in Spielberg am Red Bull Ring besteht die einzigartige Möglichkeit, ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren und dabei gleichzeitig die aktuell käuflich erhältliche Porsche-Modellpalette zu testen.
Teilnehmen kann jeder, der sich in einem der 8 österreichischen Porsche-Zentren angemeldet hat. Die jeweils aus 12 Teilnehmern bestehenden Gruppen werden von Instrukteuren geleitet, die selbst aus dem Porsche Motorsport kommen, wie zum Beispiel der Salzburger Martin Ragginger. Aufgrund eines gezielt zusammengestellten Programms von Experten kann man unter winterlichen Fahrbedingungen völlig ungefährlich auf speziellen großen Übungsflächen die 3 unterschiedlichen dynamischen Antriebskonzepte der Porsche-Modelle testen. Die Antriebskonzepte sind so, dass wir einmal einen Mittelmotor haben, das heißt Boxster S. Das Fahrzeug ist, wenn wir das PSM ausschalten, also das Porsche Stability Management, sehr drehfreudig, ja, dreht sich schnell ein durch den Mittelmotor. Dann haben wir den 911er mit dem Heckmotor. Der ist relativ neutral, das Fahrzeug lässt sich gut handeln. Mit dem Allrad hat das Fahrzeug als 911 natürlich mehr Vortrieb, weil alle 4 Räder antreiben. Dann haben wir den Macan, der auch ein Allrad hat, aber den Motor vorne und auch einen kürzeren Radstand. Das Fahrzeug lässt sich auch sehr, sehr schön im Winter bewegen. Und wir haben auch hier gesehen, ganz deutlich, wer Gas gibt, ob er ein Allrad hat oder ein Hecktriebler. Weil wenn 4 Räder arbeiten und ziehen, da geht das Auto schon richtig vorwärts. Und man kann auch in der Kurve beschleunigen und das Fahrzeug aus der Kurve ziehen. Und wenn Sie das mit dem heckgetriebenen Fahrzeug machen, dann dreht sich das Fahrzeug, wenn Sie zu viel Gas geben. Das kann natürlich nur dann passieren, wenn man die elektronische Fahrhilfe, die bei Porsche PSM, Porsche Stability Management genannt wird, deaktiviert, um einen höheren Lerneffekt oder einen höheren Fahrspaßfaktor zu erzielen, so wie es hier bei diesem speziellen Fahrtechniktraining bei fast allen Übungen praktiziert wird. So ein Training hilft immer, einen Grenzbereich von Autos besser kennenzulernen. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal so ein Fahrsicherheitstraining zu machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Praxis das richtig macht, ist relativ hoch, wenn man es ein paar Mal trainiert hat. Weil wenn Sie gar nicht wissen, was Sie tun, dann machen Sie irgendwas und im Regelfall machen wir es falsch. Man hat hier eben große Auslaufzonen. Man kann alles genau präzise trainieren. Im Straßenverkehr hat man leider oftmals diese Sicherheitszonen nicht. Die einzelnen Gruppen können jeweils einen halben Tag lang trainieren und währenddessen zwischen den einzelnen Übungen die Fahrzeuge immer wieder tauschen, bis man alle Modelle probiert hat. Von der Ikone Porsche 911, dem offenen Boxster, den beiden sportlichen SUVs Macan und Cayenne bis zur Sportlimousine Porsche Panamera. Also ich muss sagen, es war ausgezeichnet. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin das erste Mal heute mit Porsche gefahren und ich habe die Unterschiede gemerkt zwischen Allrad, Heckantrieb. Es war ganz spannend. Ich selbst fahre einen Allrad da und ja, war recht interessant für mich. Mir gefällt am besten Hinterradantrieb. Die Allradantriebe sind zwar schneller und besser zu fahren, aber noch halb so lustig. Die Übung, was mir am meisten taugt hat, war natürlich die Schnee und Eis. Deswegen bin ich hergekommen, weil ich wollte mal wissen, was fährt ein Porsche bei Schnee und Eis? Wo sind seine Limits? Weil sonst fahren wir immer nur bei schönem Wetter mit diesem Fahrzeug und nicht bei schlechtem Wetter. Also ich muss sagen, das Fahren auf Eis und Schnee, da kann man, glaube ich, nicht genug üben. Man merkt dann einfach, wenn man ein paar Minuten länger fährt, dass es immer besser wird. Und ja, würde dann jedem empfehlen, dass er das macht. Alle Veranstaltungsorte, Termine und Infos über Anmeldungen gibt es auf www.porsche.at/winter oder beim Porsche-Partner in Ihrer Nähe. Leihwagen Eisenstadt widmete Ihnen die aktuelle Motor-TV-Sendung. Infos auf www.leihwageneisenstadt.at.